die Öffentlichkeit meint hier in dem Zusammenhang die museale oder zumindest institutionelle Beglaubigung des eigenen Geschmackes und damit der Qualität der Auswahl und der Werke. Also diese Öffentlichkeit und die Dokumentation der Ausstellung zeigt dann eben, dass man es gut gemacht hat als Sammlerin oder Sammler. Und diese beiden Aspekte zusammen sollten eigentlich den Trick machen. Ja, schon jetzt können Sammlerinnen und Sammler auch hier in Deutschland sehr viel Steuern sparen, indem sie Kunst sammeln. Wie funktioniert das genau, Herr Ackermann? Also ein wesentlicher Anlass, sich über Kunstsammlungen Gedanken zu machen, besteht bei vermögenden Menschen sehr oft, wenn man auf den Erbfall blickt. Denn es gibt für Kunst im Vermögen erbschaftssteuerrechtliche Privilegierungen auf einer Stufe 60%, auf der höchsten Stufe sogar 100%, die bei entsprechendem Vermögen schon sehr zu Buche schlagen können. Es gibt natürlich einige Bindungen, denen man sich unterwerfen muss, die ich vielleicht jetzt nur auf Nachfrage näher erläutern würde. Die sind auch nicht allzu schwer zu erfüllen. Und wenn man an die Nachkommen steuerbefreites Vermögen weitergeben möchte, ist es eine Sache, die auf jeden Fall der Überlegung wert ist und die möglicherweise etwaige Nachteile wie hohe Volatilität bei Kunstanlagen kompensieren kann. Wie immer üben Steuervorteile ja eine magische Anziehungskraft auf alle Menschen aus, sodass man möglicherweise sogar irrational übersteuert in Kunst investiert, ökonomisch suboptimal. Aber diese Steuervorteile im Erbfall sind enorm. Dazu kommen noch andere Dinge. Es ist beispielsweise so, dass anders als Wertpapiere Veräußerungsgewinne aus Kunst steuerfrei sind, wenn man eine Haltefrist von einem Jahr beachtet hat. Das ist auch günstiger als bei Immobilien, wo man eine Haltefrist von 10 Jahren hat. Also Spekulationsgewinne mit Kunst lassen sich, wenn man in Deutschland steuerpflichtig ist, steuerfrei realisieren, wenn man eben wenigstens ein Jahr die Kunstwerke hält. Und das ist Behalten hat. natürlich ganz interessant. Ja. Herr Wienand, was beabsichtigt der Staat mit diesen Steuervorteilen? Was für eine Politik fährt man damit? Naja, die Überlegung ist ja, dass der Staat ja nicht in der Lage ist, auch anhand begrenzter Etats alles anzukaufen, was er eigentlich gerne hätte. Das heißt also, Grundvoraussetzung auch dieser ganzen steuerlichen Erleichterung ist ja, dass ein besonderes öffentliches Interesse besteht am Erwerb oder an der Ausstellung jetzt der Kunstwerke. Das heißt also, das, was Ackermann dargestellt hat, setzt ja voraus, dass ich es 10 Jahre der Öffentlichkeit mindestens zur Verfügung stelle, was auch eines der Probleme ist, über die man ja noch reden kann. Das heißt also, es muss für den Staat und damit für die Öffentlichkeit ein Mehrwert sein, dass man gewisse Vergünstigungen gibt. Das ist im Kunstbereich eigentlich gekommen, aus dem Denkmalschutzbereich abgeleitet. Ursprünglich war das im Denkmalschutzbereich, da war das relativ klar. Und dann hat man sukzessives übertragen. Und es sind ja nicht nur diese Vorteile, es gibt eine Reihe von Vorteilen, die man jetzt hat, auch in der Frage, wenn ich eine Familienstiftung oder eine Kunststiftung gründe, dass man da auch bestimmte Vergünstigungen hat, wenn man sie dort hineinführt und was auch ein Instrument ist, was in den letzten Jahren immer stärker genutzt wird, aber worüber die man nicht öffentlich reden kann, weil es im Steuergeheimnis unterfällt ist, dass man seine Erbschaftssteuern auch tilgen kann durch die Hingabe von Kunst. Das ist etwas, was in Frankreich viel verbreiteter ist als in Deutschland. In den Kommentaren findet man immer nur einen Fall, den kann man dann auch sagen, Ton und Taxis vor Jahren. Aber es gibt, kann ich Ihnen sagen, auch mehrere dieser Fälle, die dann einfach auch nicht öffentlich werden, weil das einfach auch das Steuergeheimnis eine Rolle spielt. Liebe Julia Voss, wie beeinflusst denn diese Steuerabzugsfähigkeit der Kunst das, was wir in den Museen gezeigt bekommen? Ja, das ist, glaube ich, die Frage, die uns heute Abend interessiert. Also das Verhältnis zwischen privaten Sammeln und öffentlichen Einrichtungen. Und tatsächlich würden wir gerne viel mehr darüber wissen, wie es das beeinflusst, was wir in den öffentlichen Museen zu sehen bekommen. Herr Wienands hat schon gesagt, das Problem dabei ist, dass während die Kulturpolitik, also Ankaufsetats, das, was öffentliche Museen ausgeben, während das alles öffentlich einsehbar ist, sind diese steuerlichen Vorteile nicht öffentlich einsehbar. Und wir haben
den Fall, dass wir in bestimmten Museen sehr viele Leihgaben haben. Da können wir uns fragen, ob das damit verknüpft ist, dass man auf eine Steuerbefreiung hofft oder auch Schenkungen haben. Auch bei Schenkungen gibt es ja Steuerbefreiungen. Und dass wir uns fragen müssen, sozusagen in welchem Ausmaß ist das noch im öffentlichen Interesse? Also Herr Wienertz hat es ja bereits gesagt, diese steuerlichen Vorteile gehen lange zurück. Manche sind aber auch erst in den 90er Jahren eingeführt worden. Aber grundsätzlich, dass die Erbschaftssteuer getilgt werden kann oder dass, also dass es Vergünstigungen gibt, ist eine Gesetzesmaßnahme, die eingeführt worden ist in der Weimarer Republik. Und damals ging es vor allen Dingen, was man im Blick hatte, waren die großen adligen Sammlungen, und die hätten, wenn man in jedem Erbfall die Erbschaftssteuer hätte zahlen müssen für diese Gemälde, wären die alle zerschlagen worden, hätten alle verkauft werden müssen und wären da wahrscheinlich im Ausland gelandet. Und um das zu verhindern, hat man das eingeführt, aber es braucht sozusagen, das amortisiert sich mit der Zeit, und dann ist genau der umgekehrte Fall, dass Kunst gesammelt wird und sie öffentlich gemacht wird, um Steuern zu sparen. Und ich glaube, das ist sozusagen die Güterabwägung, die wir heute haben. Wie viel sozusagen, über wie viel Kunst freuen wir uns, dass sie in öffentliche, also dass sie öffentlich zugänglich wird, und wann tritt der Fall ein, wo wir sagen, wir müssen uns fragen, ob uns nicht einfach der öffentlichen Hand mehr Steuern dadurch verloren gehen, als wir einen Kunstgewinn haben. Und ich glaube, diese Güterabwägung ist das, was wir versuchen heute Abend herauszufinden. Ja. In welcher Höhe werden denn ungefähr, Sie sprachen ja gerade schon vom Steuergeheimnis, aber haben Sie irgendwie eine Zahlen, in was für einer Höhe in Deutschland Steuern durch Kunststiftungen, Kunstgaben? Nein, da gibt es keine Zahlen zu. Sie müssen ja auch wissen, die Vereinbarung treffen Sie mit den jeweiligen Landesfinanzministerien. Das heißt also, es läuft in jedem einzelnen Bundesland, das wird aber nicht zentral erfasst. Wie gesagt, Steuergeheimnis steht dem einfach davor. Und vielleicht, um das, was Frau Voss sagte, nochmal zu komplementieren. Der Staat steht ja in zweierlei voraus, also heraus von. Das eine ist, diese steuerliche Vergünstigung zu geben und dann Raum in seinem Museum zu geben, dass also Kunstwerke dort hängen können. Nämlich, sie kriegen das nur dann, wenn sie es öffentlich ausstellen. Das heißt, sie müssen ein Museum finden, das öffentlich ausstellt, ein Interesse daran hat. Aber wir haben natürlich auch noch die zweite Entwicklung, dass ganz große Sammler auch erwarten, dass der Staat daneben auch noch das Gebäude zur Verfügung stellt. Das ist in Berlin augenfällig, dass da solche Erwartungshaltungen sind. Ich kann das auch zum Teil nachvollziehen, ja. Aber man muss sehen, wo hört die, sage mal, wo ist die Grenze jetzt, ne, des Einflussnahme? Und da gibt es sehr gute Beispiele. Ich glaube, das, was wir hier in der Kunst- und Ausstellungshalle zeigen, ist ein wirklich hervorragendes Beispiel, wie man es eigentlich machen sollte. Aber wir kennen ja auch öffentlichen Diskussionen Bereiche, wo das jedenfalls diskussionswürdig ist. Also vielleicht auch, wenn du sagst, Zahlen. Die Geldvolumen kennen wir natürlich nicht, aber für mich ist zum Beispiel, wenn wir uns in Sammlungen umgucken, wenn wir in die Nationalgalerie gehen, in die alte Nationalgalerie, dann hängen da, glaube ich, 16, 17 Ölgemälde von Caspar David Friedrich, die auch schon lange dort hängen. Die meisten hängen schon sehr lange da, und es ist ein fantastischer Raum. Man tritt ein und man hat das Gefühl, toll, das ist irgendwie das ist eine dichte Sammlung, das ist eine großartige Sammlung, und das ist auch irgendwie eine Menge von Gemälden. Es ist toll, dass so viele auf einmal versammelt sind. Wenn wir in, Herr Marz ist leider schon, musste leider schon los, aber wenn wir zum Beispiel in die Bayerischen, in die neue Pinakothek gehen oder auch einfach auf die Sammlungsseite gucken, dann werden wir sehen, dass jetzt schon weitaus mehr Gemälde von Georg Baselitz dort sind, als etwa von Caspar David Friedrich in der Neuen Nationalgalerie. Selbst wenn man der Ansicht ist, dass Georg Baselitz ein sehr bedeutender Maler ist, darüber kann man streiten, aber angenommen, wir nehmen das an, dann ist es aber trotzdem eine Frage, ob es so viele Werke im öffentlichen Besitz geben muss. Und wir sind jetzt nur bei den Pinakotheken. Wenn wir uns noch mehr Sammlungen anschauen, werden wir sehen, dass es noch viel mehr gibt als nur in den Pinakotheken. Und da muss man sich eben fragen, und es sind eben sehr viele, wenn man auch das nachschaut, dann wird man eben sehen, dass es sehr viele Leihgaben sind, sehr viele Schenkungen sind, die eben alle mit steuerlichen Vorteilen verknüpft sind. Und da muss man sich eben fragen, wird hier über das Finanzministerium Kulturpolitik gemacht, die über die jeweiligen zuständigen Kulturministerien nie so gemacht worden ist? Also das könnt ihr gleich noch ein bisschen untermalen. Bei dem Projekt mit Julia Voss habe ich nicht selber, sondern, wie das bei einem Professor so ist, eine Mitarbeiterin zählen lassen.
einfach eine Erhebung aus Online-Beständen. Und da ergab sich beispielsweise, das war 2018, dass Online-Bestände deutschsprachiger Sammlungen 300 Werke von Baselitz und 272 von Polke auswiesen. Und wenn man nun den Test macht, wenn die öffentliche Hand das Geld hätte und wenn es den Museen zur Verfügung gestanden hätte, hätten die jetzt wirklich 300 Stück gekauft, es werden wahrscheinlich zur Stunde schon wieder deutlich mehr sein. Und vielleicht noch eine Ergänzung zu Herrn Wienans, diese steuerlichen Privilegien, die hängen jetzt nicht notwendig davon ab, dass diese Werke, die der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, in Museen hängen. Die hängen auch nicht davon ab, dass die Werke in Depots sind, sondern es reicht ein Vertrag, in dem die Leihgeberin, der Leihgeber sich verpflichtet, sie zur Verfügung zu stellen. Die dürfen im Wohnzimmer hängen bleiben und wenn das Museum eins anfordert, dann muss man mal eins rausrücken und das ist oft die Minderheit. Gab es auch vor einigen Jahren ein Urteil des in diesen Fragen höchsten Gerichts des Bundesfinanzhofs, das das nochmal bestätigt hat. Zur Verfügung stellen heißt einfach, wenn ihr eine Ausstellung macht und ihr wollt von meinen 20 Expressionisten 4 haben, bekommt ihr. Der Rest bleibt aber im Wohnzimmer oder in anderen Räumen. Sodass, wenn man das 10 Jahre dann durchhält, ja, und die Werke schon 20 Jahre nach diesem Adelsprivileg, dessen Herkunft Julia beschrieben hatte, schon in der Familie sind, dann haben wir eine 100%ige Steuerbefreiung. Und um es mal in Zahlen zu nennen, wenn wir dir das Vermögen eines, sag ich mal, ortsüblichen Münchner Kleinmillionärs nehmen, der 8 Millionen in Kunst hat, dann bedeutet das eine Erbschaftssteuerersparnis von 1,3 Millionen Euro, die damit anfällt. Und die für die Öffentlichkeit sichtbare Folge ist, dass von diesen Werken dann hier und da mal irgendwelche in Ausstellungen auftauchen. So läuft es dann eben. Und wenn es dann lauter Baselitze sind, Pech gehabt. Ja, das kann dann so kommen. Ich finde es eine ganz großartige Situation, dass ich als Vertreter der Privatwirtschaft hier zwischen Vertretern der öffentlichen Hand sitze, die sich darüber beklagen, was da passiert. Ich würde sagen, das steuern doch ihre Abteilungen, was da angenommen wird. Und wenn das Finanzministerium etwas gibt oder nicht gibt an Bewilligung von Erbschaftssteuer, Nachlass, dann wird das doch von den Institutionen gesteuert, die sagen, das Bild wollen wir und das Bild wollen wir nicht. Das sind doch nicht die Sammler. Die Sammler wollen natürlich gerne alles geben, aber es ist doch derselbe Apparat. Das ist die eine Abteilung gegen die andere Abteilung. Kennen Sie, Herr Boll, kennen Sie Museen in Deutschland, die besonders freigebig mit den Spendenquittungen sind? Um ganz ehrlich zu sein, also in meiner Industrie, wenn ich die so nennen darf, sind wir häufig in derartige Vorgänge verwickelt, weil da gibt es natürlich immer unterschiedliche Meinungen über einen Wert und über einen Anrechnungsbetrag. Und natürlich möchte der Staat gegen dieses Privileg, was er verleiht, auch einen Sonderpreis einhandeln. Das finde ich ganz legitim. Das finden die Sammlerinnen und Sammler, die ich kenne, auch legitim. Und trotzdem versucht man immer so ein bisschen das Feintuning zu betreiben. So, und da kommen dann Industrievertreter ins Boot, die ihre Meinung abgeben zu einem Zeitwert. Und deswegen sind wir da häufig involviert. Und meine Wahrnehmung ist, dass die allergrößte Teil der Fälle abgelehnt werden. Dass die Sammler denken, das wäre doch schön, wenn jetzt mein Beckmann, um mal von den Nachkriegskünstlern wegzukommen, hier in der Staatsgalerie, im Städtischen Museum, wo auch immer hängen würde. Und entweder das Museum sagt, ach, Sie mögen vielleicht denken, Ihr Museum ist ein Meisterwerk, wir haben aber schon bessere und können die noch nicht mal zeigen. Oder spätestens dann das Finanzministerium sagt, eigentlich ist uns das Geld lieber. Und beide Haltungen finde ich total legitim. Aber die Klage darüber erschließt sich mir nicht. Ich kenne die Fälle jetzt nicht, dass die, sagen wir mal, zu Hause hängen und dann trotzdem die Steuervergünstigung kommen. Also das ist, glaube ich, nicht der Regelfall. Der Regelfall ist tatsächlich, dass die Finanzminister die Museen fragen. Die brauchen eine Stellungnahme des Museums, das also sagt, ich bin bereit und so. Und ob das Museum es dann durchzieht, wie viel es hängt ins Museum, das ist eine andere Frage. Aber ein Finanzbeamter geht nicht so ohne weiteres hin und sagt, ich genehmige jetzt diese Steuervergünstigung nur auch in der Erwartung, dass es mal abgerufen wird. Also so, das ist nicht so. Also ich meine, dass das Gleiche ist, wir haben ja eine Regelung, dass man seine Erbschaftssteuer zahlen kann durch die Hingabe von Kunstwerken. Das läuft in Deutschland gar nicht so richtig, weil jedes Land das in seiner Rechnung angeben muss. Das heißt, es hätte ja sonst, würde es die Steuer bekommen, die Erbschaftssteuer. Kriegt es jetzt ein Kunstwerk dafür, wird es trotzdem in seiner Rechnung eingestellt, als hätte es die Steuer bekommen. Das geht in den Länderfinanzausgleich ein. Das heißt, so ohne weiteres sind die Finanzbehörden überhaupt nicht bereit, diese Regelung der Abgabenordnung zu nutzen und zu sagen, ich nehme das Kunstwerk statt der Steuer.
Und es muss also auch dargelegt werden, dass das Museum dieses Werk auch gerne erworben hätte, wenn es die Haushaltsmittel hätte. Also es kann nicht einfach nur so sagen, also hätte ich gerne, sondern es muss wirklich nachvollziehbar darlegen, dass das für die Sammlung wichtig wäre, dass man es bekommt. Und dann hat man noch ein Problem dabei, ist, wenn jetzt bei diesen Erben, die nicht nur in einem Land sind, sondern sie wohnen in 2, 3 verschiedenen Ländern, wird es schon heillos kompliziert, weil jedes Land natürlich guckt, bleibt es dann auch in unserem Land hängen. Das heißt also, wenn der Erbe, sagen wir mal, der Erblasser ist in München, aber der Erbe sitzt in Hamburg, dann hat das Land Hamburg null Interesse, den Münchner irgendwie dem entgegenzukommen. Denn das Land Hamburg verliert seine Erbschaftssteuer. Mhm. Das heißt also, und wenn Sie jetzt Erben in mehreren Ländern haben, ist das eine ganz schwierige Koordinationsaufgabe, okay. Weshalb es vielfach schon nicht hinrennt. Dann wird es beim Länderfinanzausgleich mit eingepreist. Und deshalb läuft dieses Instrument im Gegensatz zu Frankreich, wo es ein beliebtes Instrument ist, weil da habe ich einen Zentralstaat, da ist das Steueraufkommen, geht immer an den Zentralstaat. Hier geht das Steueraufkommen, der Erbschaftssteuer geht an das jeweilige Land. Weshalb wir als Bundesministerium Museums ein Problem haben. Wir können gar nichts bekommen, weil wir gar nicht... Die Erbschaftssteuer steht dem Bund nicht zu. Das heißt, Sie brauchen das Land Berlin, wenn Sie zum Beispiel für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz etwas entgegennehmen wollen, dann muss das Land Berlin auf Steuereinnahmen verzichten. Ja. Für ein Bundesmuseum. Ist nicht so einfach. Oder bei der SBK kann man sagen, ist zu 25% das Land Berlin dabei. Aber wenn es fürs DRM wäre, wird das Land Berlin uns sagen, da haben wir noch nichts von. Ja, mir sagte trotzdem letztens ein Museumsdirektor eines ziemlich großen Hauses, dass er lieber statt diese Spendenbestätigungen zu unterschreiben, die bei ihm Millionenwerte ausmachen am Haus, dass er lieber diese Millionen als Ankaufsetat hätte und dann darüber entscheiden könnte, was er wirklich kaufen will auf dem Kunstmarkt. Können Sie dieses Prinzip ändern? Gibt es da... Nein, also ich kann dem Museumsleiter ja nicht zusagen, dass er deshalb sein Ankaufsetat erhöht bekommt, sondern Nein. Das ist ja auch... Da können wir Sache. Helfen. Wir verkaufen die Sachen, die vererbt werden sollen und geben dem Museum das Geld. Aber, also wie gesagt, da sind im Grunde zwei verschiedene Stränge, ja. Weshalb also auch natürlich die Museen zum Teil... Sie bekommen jetzt dieses Kunstwerk, was Sie eben mit Ihrem normalen Ankaufsetat nicht bekommen würden. Deshalb ist die Bereitschaft der Museen ja da, es entgegenzunehmen. Das Problem der Museen ist, dass nach 10 Jahren häufig die Dauerleihgaben weggehen und dann ruft man bei Ihnen an, Herr Boll, haben Sie nicht Interesse an der Sache? Also, deshalb sind viele Museen mittlerweile sehr skeptisch dagegenüber. Hier, das Museum Ludwig nimmt keine Leihgaben mehr an. So, die wollen nur noch Schenkungen haben. Und genau wie jetzt die Sammlung Hoffmann ja eine richtige Schenkung ist, eine unbedingte Schenkung. So, das ist im Grunde das, was ein Museum haben will, das, was wir im angelsächsischen Bereich haben. Und das wäre eigentlich die richtige Zielmarke. Ja, das ist genau die Frage. Was sind die Probleme mit dem Leihgaben? Ja. Genau, also zum einen wollte ich kurz zu Ihnen sagen, Herr Boll, es ist ja so, wir haben in Deutschland ja nicht nur öffentliche Museen, sondern wir haben auch private Museen. Und es ist zum Beispiel durchaus möglich, als beim privaten Museum sich selbst eine Leihgabe zu geben. Also es ist nicht immer so, dass es sozusagen durch diesen Cerberus des öffentlichen Museums durch muss. Und natürlich ist es auch so, und das ist eine politische Frage, da haben Sie vollkommen recht, dass in den letzten Jahren Ankaufsetats von ganz vielen Museen zusammengestrichen worden sind. Man nach amerikanischem Modell gedacht hat, man könnte das besser über diese Steuererleichterung regeln. Das heißt, dass man die Museen in eine gewisse Abhängigkeit auch gebracht hat, weswegen sozusagen diese Entscheidung, ob man etwas annimmt, die sind häufig gepaart mit verschiedenen Sachen, nicht so frei ist, wie man sich das vorstellen könnte. Aber das ist natürlich irgendwie eine politische Frage. Wenn wir über die Schenkungen sprechen, da kann, glaube ich, Thomas auch noch sehr viel zu sagen. Sozusagen, wenn wir über Schenkungen sprechen, dann gehen wir davon aus, eine Schenkung im normalen Sprachgebrauch heißt einfach so viel wie sozusagen, man bekommt was ohne Gegenleistung. Das ist aber keine Schenkung im juristischen Sinne. Im juristischen Sinne ist es so, dass Sie eine Steuererleichterung dafür bekommen, und zwar nicht für den Preis, für das Sie das Werk gekauft haben, sondern für den aktuellen Marktwert, der sehr hochgerechnet werden kann. Also da gibt es auch immer viel Auseinandersetzung dazu. Das heißt, auch bei den Schenkungen ist es absolut möglich, dass man abwägen muss, ob es tatsächlich im Interesse des
des Museums ist, dass diese immense Steuererleichterung für diese Schenkung gegeben wird. Ich will nicht polemisieren und ich will auch nicht sagen, sozusagen, das ist grundsätzlich eine schlechte Idee. Wir haben nur diesen wirklich nicht guten Zustand, und das sage ich jetzt vor allen Dingen aus journalistischer Perspektive, dass das alles immer eine Katze im Sack ist. Also das heißt, wir als Journalisten bekommen immer nur die Pressemitteilung, dass eine wunderbare Schenkung gemacht wird oder eine wunderbare Dauerleihgabe kommt oder dass die wunderbare Dauerleihgabe abgezogen wird. Und im Grunde, und es wird von Schenkung gesprochen, und niemand darf diese Verträge sehen, niemand darf dahinter die Kulissen gucken. Und wenn wir zum Beispiel sowas nehmen wie Flick, würde ich schon sagen, also aus öffentlicher Sicht, es ist schon falsch, das als Sammlung Flick einfach zu bezeichnen. Die gehört einer der Contemporary Art LTD und die hat den Sitz auf Guernsey. Also das müsste eigentlich statt Sammlung Flick bitte drüber stehen und auch drunter. Und das andere ist, die Öffentlichkeit hat nie ein Inventar dieser Sammlung gesehen. Dazu sind auch nie Pressemitteilungen rausgegangen. Wenn man dem nachrecherchiert, dann wird man sehen, dass bestimmte Werke, die mit großem Pomp gefeiert worden sind, als sie in Berlin angekommen sind, die in Katalogen beschrieben worden sind, die öffentlich finanziert worden sind, dass die inzwischen nach Amerika in Privatmuseen verkauft worden sind. Um solche Fälle geht es und diese Fälle, darüber kann man streiten, wie häufig die vorkommen, aber das sind natürlich Fälle, die nicht im Sinne des Gesetzgebers sind. Das sagt der Gesetz. Nur eins noch zur Klarstellung. Sie kriegen, wenn Sie eine Schenkung machen, können Sie Ihre Schenkungssteuer, wenn Sie andere Schenkungen machen, können Sie Schenkungssteuer sparen. Aber Sie kriegen keine Gegenleistung, wenn ein Unternehmen eine Schenkung macht, kann das nicht von seiner Einkommensteuer oder von der Unternehmenssteuer abziehen. Das geht nicht. Das geht deshalb nicht, weil das ist Bund und Länder sind gemeinsam die Empfänger der Einkommensteuer. Ich kann nicht meine Einkommensteuerschuld reduzieren. Das wird ja auch häufig diskutiert. Also ein Künstler gibt mir ein Kunstwerk und er kann seine Einkommensteuer reduzieren. Gibt es in Mexiko so ein Modell beispielsweise? Das geht nicht, weil die Erträge der Einkommensteuer gehen an Bund und Länder. Und deshalb ist da kein Einvernehmen drüber zu kriegen. Also Sie können, diese Schenkung ist ein anderes Problem, finde ich, nicht die steuerliche Seite. Für die Museen ist das ein Problem. Ich bekomme die Schenkung und Sie können ja zum Beispiel im Stadtbild auch von Bonn, zum Beispiel draußen auch Skulpturen sehen, die heiß umstritten sind. Die bleiben da ein paar Jahre stehen. Sie werden öffentlich geadelt. Sie werden dadurch wertvoller und werden dann verkauft. Das ist mein Problem. Das heißt also, es ist nicht das steuerliche Problem. Das Problem ist, glaube ich, für viele Museen, dass sie die Hoffnung haben, die Bilder würden länger bleiben. Das hatten wir im Stadtmuseum. Wir hatten hier nebenan hatten wir so ein Problem, auch vor Jahren mal. Das heißt also, die Bilder werden veredelt durch Öffentlichkeit, die die Museen bereitstellen, aus steuerlichen Mitteln letztlich. Der Staat finanziert im Grunde die Präsentation, macht die Bilder wichtig und macht sie teuer. So, das ist das Problem. Und deshalb plädiere ich dafür, dass man bei den Leihgaben und auch bei den lieber auf Schenkung geht, aber dann sind sie dauerhaft da und nicht mehr rausgehen. Also Herr Wienertz, ich glaube schon, dass Schenkungen von Privatpersonen, Kunstschenkungen als Sonderausgaben in einem gewissen Umfang abzugsfähig sind und sie damit auch einen guten Schnitt machen können, wenn sie das mit einkalkulieren. Was ich aber noch ergänzen wollte, ist, dass bei dieser Leihgabenpraxis aus meiner Sicht als Wirtschaftsrechtler ein Anreizproblem steht, weil natürlich etwaige Vergünstigungen steuerrechtlicher Art, die daraus resultieren, von denjenigen, die das entgegennehmen, ja nicht bezahlt werden müssen. Und als Freund funktionsfähiger Märkte würde ich immer sagen, das ist immer schon schlecht, ja, wenn man sozusagen nicht selber die Zeche bezahlen muss, die dann letztlich ja auf uns alle übergeleitet wird. Vielleicht noch kurz zum Beispiel von Julia, die Sammlung Flick, die ja in Wahrheit eine Sammlung der Contemporary Art Limited Guernsey ist, die natürlich unter dieser Brand nicht so gut laufen würde, denn man möchte ja diese schillernde Figur Flick mit der problematischen Geschichte mitverkaufen. Das macht sie natürlich besser. Da geht es natürlich nicht darum, dass diese Offshore-Gesellschaft steuerliche Vorteile hat durch die Ausstellung in Berlin. Im Gegenteil, es gab sogar steuerliche Probleme, als das dahin kam. Ein SPD-Bundestagsabgeordneter hatte damals in den Nullerjahren das auch beanstandet und hatte gesagt, das ist eine Betriebsstätte. Und es müssen die Vermögenszuwächse dann besteuert werden. Ich habe dann nie mehr etwas davon gehört, wie dieses Verfahren eigentlich zu Ende gegangen ist. Herr Wienertz weiß das vielleicht und kann darüber berichten. Also das war steuerlich eher
etwas schwieriger, aber da stellt sich mir aus der anderen Richtung die Frage, wenn man sonst über staatliche Subventionen redet, die ja jetzt gerade in der Covid-Krise immer wieder ein Thema waren, da galt beispielsweise in anderen Wirtschaftsbereichen schon die strikte Regel, staatliches Geld darf nicht in Offshore-Gesellschaften fließen. Und das ist in dem Fall, das ist keine rechtliche Regel, sondern das ist einfach eine Klugheitsregel. Und das war nun im Fall der Contemporary Art Limited Sammlung deutlich anders. Diese Betriebsstättensache hätte mich mal interessiert, denn das Vermögen dieser Offshore-Gesellschaft war in Berlin angelandet. Die Köpfe, die das gesteuert haben, Herr Flick, Herr Wirth und Frau Zwirner, waren sicher auch nicht auf dem Fernsehen. Und trotzdem blieb das Ganze irgendwo begraben. Warum, weiß ich nicht. Hätte mich mal interessiert, hat aber nie jemand erfahren. Das ist auch ein Wissen Sie dazu Problem, fehlender etwas, Transparenz. Herr Wienanz? Oder? Kann ich Ihnen nicht zu sagen. Selbst wenn ich es wüsste, dürfte ich es nicht. Ja. Und, aber nochmal, nicht, dass wir einen falschen Eindruck kriegen. Wenn Sie, wenn jetzt zum Beispiel diese Firma, von der Sie sprachen, in den Hamburger Bahnhof Bilder als Leihe zur Verfügung stellt, hat sie zunächst mal keinen steuerlichen Vorteil davon. Das muss man einfach klar sagen, das haben sie nicht. Sie haben den Vorteil, dass diese Sammlung auf Jahre gezeigt wird und es ist ja immer wieder, Dinge sind entnommen worden, dafür sind andere reingekommen. Das ist die Sache, die man hinterfragen muss. Es ist keine steuerliche Frage, es ist eine Frage, ob der Staat Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, wobei man sagen muss, der Herr Flick hat ja auch für rund mehrere Millionen den Hamburger Bahnhof ertüchtigt. Das muss man doch ehrlicherweise auch dabei sagen. Und er hat also auch, ich glaube, wir sind jetzt bei 300 Leihgaben, die dann irgendwann zu Eigentum dauerhaft geschenkt wurden. Das muss man einfach dazu sagen. Also das, deshalb finde ich das nicht kritikwürdig jetzt. Ne? Kritikwürdig finde ich, wenn Bilder nochmal für 10 Jahre in einem Museum stehen, bekannt werden, gut beschrieben werden, tolle Ausstellungen dazu sind und dann werden sie rausgenommen. Und dann hat das Museum einen Riesenverlust, weil die Leute sich an ein Bild gewöhnt haben und sagen, das ist doch, gehört doch jetzt in dieses Museum und wissen gar nicht, dass da überall viele Leihgaben hängen. Also um das mal auch zu personifizieren, Frau Spross hatte Herrn Baselitz so angesprochen, wir fanden das nicht besonders schick, als im Zuge des Kulturgutschutzgesetzes Herr Baselitz in München plötzlich Leihgaben abgezogen hat mit der Begründung, das Gesetz ist schuld, ne? Was überhaupt nicht, das hat überhaupt nichts damit zu tun gehabt, ne? Das Gesetz mit dem, mit seiner Aktion. Das ist das Problem, dass die Museen müssen auch Leihgaben haben, die man nicht einfach nur abziehen kann, dass die Verträge wenigstens so sind, dass ich nicht einseitig einfach sagen kann, ich ziehe was raus. Aber ist da nicht vielleicht das Problem, dass die Museen einfach zu geringe Ankaufsetats haben. Herr Boll, wie viele deutsche Museen können denn bei Ihnen einkaufen? Wie viele Kunden haben Sie denn aus Deutschland? Das führt natürlich nicht wirklich weit, diese Frage, weil wir sind auf dem Sekundärmarkt unterwegs und das Kluge Museum kauft natürlich sehr viel früher, als bevor die Werke zu uns kommen. Ich würde gerne noch eine Bemerkung machen zu Herrn Flick und dann können wir das vielleicht beerdigen. Herr Flick hat ja nicht den Schlüssel bekommen, das ist, würde ich zumindest denken, und konnte dann Sachen rausnehmen und was anderes reintun. Das muss ja jemand von der Institution gesteuert haben oder zumindest akzeptiert und abgesegnet haben. Er kann wahrscheinlich sagen, das geht raus, aber was dann reinkommt, ich würde mich gerne wehren so gegen diese Vorstellung, dass das Museum ein offener Raum ist und die Sammler schieben da ihre Sachen rein, um sie da bewerben und kommunizieren zu lassen und haben dann den Wertzuwachs. Also bei Brandhorst, wenn Sie sich mal die Anfragen anschauen, die Sepp Dürr, der Grünen-Politiker, damals im Landtag gestellt hat, bei Brandhorst ist es tatsächlich so, dass es eine Stiftung gibt, die auch entnehmen und also wo zu diesem Zeitpunkt, als er die Anfragen gemacht hat, niemand von den Pinakotheken drinnen saß und es durfte rausgenommen werden und also verkauft werden, im Gegenzug, dass man was reingeholt hat, aber auch ohne, dass eine Mitteilung gemacht wurde. Also Sepp Dürr konnte als Abgeordneter im Landtag nicht gesagt werden, ob es bereits Verkäufe gab. Und das muss ich sagen, finde ich für eine Sammlung, die sozusagen ein ganzes Gebäude vom Bayerischen Staat bekommen hat, finde ich das nicht nachvollziehbar. Da können wir uns darauf einigen. Aber ich würde immer sagen, der Staat sitzt am längeren Hebel, weil die Staatlichkeit macht diese Verträge. Und wir müssen gar nicht sagen, der Staat macht die Gesetze mal ganz am Anfang. Ich finde, der Staat hat das ja ganz theoretisch in der Hand. Aber der Punkt ist ja, dass man sagt,
Würde ich genauso sehen. Und der Punkt ist aber vielleicht auch, dass man sagt, es ist eine Entwicklung eingetreten. Manche Gesetze wurden vor langer Zeit gemacht. Es ist eine Entwicklung eingetreten, wo wir sagen würden, vielleicht muss man heute noch mal irgendwie nachbessern, weil Fälle eingetreten sind, mit denen man damals nicht rechnen konnte. Inzwischen wissen wir, dass es diese Fälle gibt. Es gibt einen Kunstmarkt. Also das Anlageobjekt Kunst ist einfach in den vergangenen Jahrzehnten enorm attraktiv geworden, auch durch die beschriebenen Vergünstigungen, die es gibt. Und dann muss man sich vielleicht fragen, ob man da nochmal nachbessert. So würde ich sofort darauf einigen. Gut. Herr Ackermann, Sie haben zusammen mit Julia Voss auch in einem Artikel beschrieben, dass erst durch die staatlichen Subventionen die Kunst zu einem guten Anlageobjekt wird. Wie? Das ist vielleicht ein bisschen zugespitzt, aber wenn man sich einfach Kunst als Anlageobjekt jenseits der Emotionalität mit austauschbaren anderen Assets, Immobilien, Wertpapiere und so anschaut, dann sieht es natürlich nicht gut aus. Es gibt einen Kollegen aus Luxemburg, Roman Kreusel, der hat mal anhand von Kunstdatenbanken das recherchiert. Und es gibt für Anleger immer einen Wert, der heißt Sharpe-Quotient. Da geht es um die Frage, wie viel Mehrzins bekommt man, wie viel Mehrertrag durch Kunst oder jedes andere Objekt gegenüber einem Risiko. Armen oder risikofreien Anlage und was ist im Gegenzug die Volatilität? Und da schneidet Kunst im Schnitt nicht gut ab, wobei das nach Segmenten unterschiedlich ist. Im Top-Segment, das so bei Herrn Boll unter den Hammer kommt, da kann man es ein bisschen stabilisieren, durch gute Beratung kann man stabilisieren. Aber im Prinzip kann man sagen, ist Kunst für sich genommen keine tolle Wertanlage. Wenn man sein Portfolio optimiert, mischt man ein bisschen Kunst bei. Herr Kreuz hat mal ausgerechnet, wenn man im dreistelligen Millionenbetrag beim Vermögen liegt, dann würde man sagen, so 8% mischt man rein, das ist ganz gut. Aber steuerliche Anreize geben einem dann natürlich die Möglichkeit, das höher zu gewichten. Und auch individuelle Lebenssituationen, wie beispielsweise die Planung der Erbschaft. Ja, dann geht es auf einmal hoch. Das ist ja auch oft zu beobachten, dass schwäbische Mittelständler, die bis dahin vielleicht den Namen Picasso kannten, sich auf einmal tolle Sammlungen zulegen im Alter von 60 Jahren, da fragt man sich auch, woher kommt es? Ja, weil es die passenden Berater gibt. Und es gibt ja auch eine sehr lyrische Literatur im Steuerberatungsbereich, bei der man sich dann immer wundert, wie begeisterungsfähig Steuerberater für Kunst sind, was natürlich nur diesen Hintergrund hat. Das Problem ist aber, wie Julia jetzt schon mehrfach gesagt hat, man weiß letztlich nicht, was dieser Spaß kostet. Die Finanzverwaltungen selber wissen es nicht, sondern das wissen natürlich nur die Personen, die diese Privilegien geltend machen und deren Steuerberater. Und als Wissenschaftler kann ich nur sagen, ich werde das Steuergeheimnis nicht knacken können, aber was ganz schön wäre, wäre in der Vergangenheit liegende Fälle mal analysieren zu können, um dann mal zu rekonstruieren, wie sah das eigentlich aus? Also große Sammlerpersönlichkeiten nicht mit Blick auf ihre Sammelleidenschaft und ihre Privatkorrespondenz zu analysieren, sondern Steuererklärung. Ich bin kein Jurist, leider. Wie sieht es denn mit dem Steuergeheimnis aus? Gibt es da irgendwie eine Frist von vielleicht 30 Jahren, nach denen man vielleicht doch mal in die Akten schauen darf? Oder? Das ist ewig? Nein, also vom Staat her kommt man nicht dran. Man muss schon die Bereitschaft der Erben, Nachkommen, derjenigen, die die Bestände haben, das rauszurücken. Ich würde mir wünschen, dass es Familien gibt oder auch Nachfolgeorganisationen wie Stiftungen, die diese Bestände haben und die diese nicht nur kunsthistorischem Sachverstand öffnen, sondern auch steuerrechtlichem Sachverstand, dass man sich mal rüberbeugt und diese Dinge rekonstruiert. Und das ist auch deshalb interessant, weil ja auch diese Sachverhalte, die in den 60er, 70er, 80er Jahren lagen, als hier ja im Rheinland auch eine ganz große Zeit war mit Sammlern wie dem Ehepaar Ludwig und so, man sagen würde, ja okay, das kann man sich mal anschauen. Das sind ja abgeschlossene Sachverhalte. Da muss keiner mehr fürchten, Steuern nachzuzahlen oder so. Sondern es geht jetzt einfach nur darum, eine Kosten-Nutzen-Rechnung mal anhand einzelner Personen aufzumachen. Anders ist dem nicht beizukommen. Also Herr Wienerz wird es bestätigen, der Staat wird da nie was rausrücken. Das geht halt nicht. Und die Museen können gar nichts rausrücken, weil sie es ja gar nicht wissen. Ja. Also die stellen ja schon die Quittung aus. Ich habe selber schon in einigen Fällen habe ich Spendenbescheinigungen gesehen, die von Museen ausgestellt wurden. Aber diese Quittungen sagen einem ja nicht, wie viel Geld man gespart hat. Ja, das weiß man nicht. Das muss ich jetzt persönlichen Steuersatz. Ja, das stimmt. Das steht nur sozusagen die Summe. Man kann natürlich da was über den Daumen peilen. Das geht natürlich. Herr Boll, noch mal ganz kurz zurück zur Frage.
Wie viele Kunden haben Sie denn aus den, wie viele Museen können denn bei Ihnen noch mitbieten? Ja, ich möchte jetzt nicht nochmal sagen, dass sich diese Frage gar nicht lohnt hier für diesen Themenbereich, weil Museen haben natürlich auch das Problem, wenn sie behördlich organisiert sind, und das sind die staatlichen eben, können die gar nicht so ohne weiteres auf Auktionen kaufen, weil die Auktion kein verbindliches Angebot ist und eigentlich die Behörde nur auf ein Angebot reagieren kann. Und die Auktion ist eben diese Invitatio ad Offerendum. Aber führt uns nicht weiter. Wenn Museen kaufen, steckt häufig ein Gönner dahinter, der das Geld stiftet für einen ganz spezifischen Ankauf, der eine Lücke in der Sammlung schließt. Also das sind andere Situationen. Aber ich bin völlig mit Ihnen allen der Meinung, dass die Ankaufsetats der deutschen Museen vermutlich signifikant zu niedrig sind, um diesen gesellschaftlichen Auftrag des Kunstsammelns und des Dokumentierens der Kunst unserer Gesellschaft in einem Maße weiterzuführen, wie das noch vor 30, 40, 50 Jahren wahrscheinlich möglich war. Vielleicht muss man aber... Wollen Sie direkt darauf antworten, Herr Müller? Ja, ich kann was zu Ankaufsetats sagen, aber erst Frau Voss. Ja. Ich wollte ein positives Beispiel in den Ring schmeißen, denn tatsächlich eines der Hauptwerke jetzt der neuen Nationalgalerie ist auf einer Auktion gekauft worden mit öffentlichen Geldern, und das ist Lotte Laserstein, Abend über Potsdam. Und das heißt, das ist zu einem Zeitpunkt gekauft worden, wo sich offensichtlich noch nicht so viele Leute für Lotte Laserstein interessiert haben. Das ist gekauft worden dank des Engagements von Philipp Demand, der damals bei der Kulturstiftung der Länder war, die das Geld dafür gegeben haben. Und das ist jetzt das Hauptwerk in der neuen Nationalgalerie. Also ich muss sagen, wenn wir über diese öffentlichen Ankaufsetats reden, wenn jetzt die Museen die Idee haben, Carrie James Marshall zu kaufen, ist es zu teuer. Aber Carrie James Marshall wurde schon 1997 auf der Documenta aufgestellt, er wurde schon in den 90er Jahren in Martin Gropius Bau von Ukwin Wesor ausgestellt. Das heißt, er ist schon eine ganze Weile da. Wenn die Museen so spät reagieren, das ist auch für sich genommen sozusagen ein Drama. Insofern, ich würde trotzdem dafür plädieren, dass die Museen besser im Ankaufsetat ausgestattet sind, weniger mit Leihgaben operieren. Ich glaube, das könnte auf lange Sicht sogar günstiger werden. Und gleichzeitig würde ich eben sagen, dass es auch absolut möglich ist, Sachen auf dem Markt zu erwerben, wenn man nicht sozusagen erst nachdem es in allen großen Privatsammlungen vertreten ist, zuschlagen möchte. Also direkt ergänzend dazu, ich finde, ein Museum mit einer Museumsleitung muss zeitgenössische Kunst kaufen, und zwar von jungen Künstlern. Das ist eigentlich die Herausforderung, zu erkennen, wer wird mal interessant und die neuen Positionen herauszufinden. Die Ankaufsetats zu nutzen, um einen Jackson Pollock oder andere Bilder zu kaufen, die Millionenwerte haben, kann nicht die Aufgabe eines Museums, auch nicht des staatlichen Ankaufsetats sein. Das ist Aufgabe von Mäzenen. Und wenn wir uns mal, nehmen wir an, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz anschauen, die ganz teuren Werke waren alles Mäzene im Grunde gewesen dann irgendwann. Weil wenn ein Künstler schon so bekannt ist, dass die Schallmauer durchbricht, dann können sie das nicht mehr mit staatlichen Mitteln machen. Das finde ich auch nicht Aufgabe eines deutschen Museums. Ich erwarte eigentlich von einem Museum mit dem Ankaufsetat, dass sie junge, zeitgenössische Kunst kaufen, groß machen, nach vorne bringen. Mit berühmten Namen nachher zu punkten, dafür brauche ich keine Museumsleitung. Ich kann mir auch ausrechnen, mit welchen großen Namen ich das Museum interessant mache, wenn ich dann so und so viele Millionen Ankaufsetat hätte. Das können jetzt, sagen wir mal, Museen machen, wenn sie zum Beispiel das Barberini sich anschauen in Potsdam, wenn da ein großer Gönner dahinter ist, der kann auch teure Werke kaufen, dann steckt er sein ganzes Geld dann da rein, dann ist es okay. Aber ein staatliches Museum kann das nicht und ist auch nicht seine Aufgabe. Nicht seine Aufgabe. Ja, wir haben jetzt leider keine Museumsdirektorin hier auf dem Panel, die vielleicht sagen würde, dass ein Museum natürlich auch eine Pflicht hat, vorsichtig zu agieren, was man sich reinholt. Also dass man erstmal auch Künstlerkarrieren beobachtet, bevor man da zuschlägt und das sozusagen auf alle Ewigkeit bei sich reinnimmt. Aber ich war gestern auf der Art Cologne und sah an einem Stand einen Aufkleber von der Bundeskunstsammlung, ein wunderbares Schaf von Judith Hopf aus Beton, das angekauft worden ist, glaube ich, für eine günstige Summe.
bei einer kleinen Münchner Galerie. Was verfolgen Sie mit, wie funktioniert diese Bundeskunstsammlung? Es gibt ja... Das ist ja genau das Prinzip. Die Bundeskunstsammlung kauft eben, juriert mit einem Jury, aus im Moment ein bisschen größer, weil wir für Neustadt Kultur ein bisschen mehr Geld reingegeben haben. Aber normalerweise sind 5 Museumsleitungen und die schauen sich auf der Art Cologne und in Basel, früher auch in London, das haben wir aber jetzt nicht mehr gemacht, schauen sich eben Bilder und Kunstwerke an und kann ankaufen. Und wir haben in unserer Bundeskunstsammlung, die ja jetzt schon seit über 40 Jahren existiert, auch die ganz großen Namen drin. Die haben wir aber zu Preisen gekauft, als ein Richter noch erschwinglich war. Selbst der, auch Basel, sind alle in der Bundeskunstsammlung drin. Und das erwarte ich jetzt. Und wir geben diese Bundeskunstsammlung im größten Teil nicht nur in eben Dienstgebäude, sondern in den Museen. Die werden ja meistens sogar in Museen ausgeliehen, weil die Diensträume gar nicht die großdimensionalen Objekte alle fassen. Die gehen dann ins Museum. Also das ist, glaube ich, nochmal, es kann nicht Aufgabe sein, die Millionen zu kaufen. Wobei wir tatsächlich schon auch zu ihren Auktionen hingehen. Das Problem ist nur, dann entsteht plötzlich ein Bild in einer Auktion und sie müssen ja von 6-7 Wochen eine Ankaufskoalition hinkriegen aus der Kulturstiftung der Länder, vom Bund, der Siemens Kulturstiftung. Also wir haben ja so Mechanismen, wie wir dann so Ankaufskoalitionen hinkriegen. Dann ist man selbst in der Lage, auch mehrere Millionen zu schaffen. Aber das, wenn das so kurzfristig ist, geht das gar nicht. Aber dann muss das Bild aber auch wirklich eine so Bedeutung haben, dass man sagt, es geht. Das ist, aber normalerweise ist es halt schwierig für den Staat, in so kurzer Zeit dann die Ankaufskoalition zu bilden. Herr Boll, haben Sie überhaupt ein Interesse, dass Sammlerinnen und Sammler ihre Kunst in ein Museum schenken? Weil dann sind die doch für immer vom Markt verschwunden. Dann können die doch nie bei Ihnen versteigert werden. Ja, das stimmt natürlich auf den ersten Blick. Man möchte natürlich, dass Kunstwerke auf den Märkten kursieren. Aber die Künstlerinnen und Künstler wollen ja, dass Kunstwerke sichtbar bleiben. Und wahrscheinlich ist es für die Gesellschaft und damit dann auch für den Markt sinnvoller, wenn diese Werke eine Plattform bekommen, wo sie eine signifikant größere Wirkung entfalten können als in einem privaten Wohnzimmer, sogar wenn gelegentlich ausgeliehen wird. Von daher, das ist ein bisschen zweischneidig. Das könnte man denken, aber ist nicht unbedingt so. Ist nicht immer so. Sie verkaufen auch manchmal Kunst aus Museen, oder? Sehr, sehr regelmäßig verkaufen wir Kunst aus Museen. Nicht aus deutschen Museen zugegebenermaßen, außer den privaten, die schon zitiert wurden, oder den Leihgaben. Aber in anderen Ländern gibt es natürlich eine andere Praxis, weil die Museen beinahe überall nicht staatlich finanziert sind, möglicherweise staatlich unterstützt, aber nicht in dem Maße grundfinanziert wie hier in der Bundesrepublik, gibt es dort auch Verkäufe. Und in den meisten Ländern ist es auch so, dass Erbschaften so gestaltet werden, dass das Museumspersonal aussortieren kann, was ist wirklich museumswürdig und soll für die Sammlung behalten werden und was wird verkauft, und die Erlöse kommen dann in das Ankaufsbudget. Und es ist in Amerika so, das ist in einem gewissen Grade in einigen englischen Museen so. Da muss man dann sehr unterscheiden zwischen kommunalen Museen, staatlichen Museen und so weiter. Wäre das nicht auch eine Lösung vielleicht für Deutschland, dass statt Schenkungen dann Verauktionierungen dieser Baselitz-Werke stattfinden und von diesem Geld wieder... Also wir müssen es jetzt nicht auf Einnahmen zuspitzen. Und solange sie noch Dauerleihgaben sind, weiß man sowieso nicht, was daraus wird. Grundsätzlich auch das ist eine schwierige Diskussion, die, glaube ich, auch nicht polemisch geführt werden sollte. Aber die Frage, ob Museen auch deutsche Museen entsammeln dürfen, muss, glaube ich, geführt werden. Sie muss teilweise mit Blick auf Restaurierungen, glaube ich, geführt werden, weil es einfach Kunstwerke gibt, die fast unmöglich im Museum zu halten sind und in die so viel Geld reingesteckt werden muss, um sie überhaupt zu erhalten. Und man kann sie eigentlich nicht in einem interessanten Zustand erhalten, dass man da irgendwie eine Güterabwägung machen muss. Und man muss sich auch fragen, ich habe vor einigen Jahren zusammen mit Christiane Lange von der Staatsgalerie Stuttgart eine Tagung gemacht über Grenzen des Wachstums. Und ich glaube, wir leben gerade wirklich in einer Umbruchszeit, wo wir uns fragen müssen, ob dieses schneller, größer, mehr Erweiterungsbau, ob das wirklich das Modell des Museums ist, was noch weiter
funktionieren kann. Und auch in dieser Frage, also wir haben teilweise riesige Depots mit riesigen Beständen, die überhaupt gar nicht mehr gezeigt werden. Und es kommen auch teilweise auch an Neuerwerbungen so viele Sachen ins Haus. Also ich würde wirklich gerne, da muss ich auch sagen, da wäre es natürlich am besten, wir hätten hier eine Direktorin oder einen Direktor sitzen. Was ist überhaupt, also wie viel Erwerb muss denn überhaupt pro Jahr sein? Also, und wie gesagt, wir haben, also die Museen sind ja immer nur ein kleiner Eisberg und das allermeiste sind Sachen, die in irgendwelchen Depots sind. Und ich finde schon, dass man versuchen könnte, eine ganz unpolemische Diskussion darüber zu führen, ob auch Museen Sachen wieder verkaufen dürfen. Auch da müsste man, wenn man sich über diese Fragen Gedanken macht, immer überlegen, welche Anreize setzt man wie. Und dieses Entsammeln, dieses Verkaufen aus Beständen ist natürlich jedenfalls aus der Perspektive aller, die Kunst mögen, aus der Perspektive des Kunstmarktes, nicht gut, wenn letztlich diejenigen das Sagen haben, die damit, was weiß ich, kommunale Finanzierungslücken schließen wollen. Wenn man dagegen eine Policy hätte, die es erlaubt, den Museen Gewinne zu realisieren, die ihnen selber zugutekommen, dann sind Anreize natürlich anders gesetzt. Und wenn man beispielsweise im Wege der Schenkung, im Wege eines Vermächtnisses einer Erbschaft 50 Werke bekommt, und man lässt sich das auch gerne schenken, weil da 5 Sachen drin sind, an denen man sehr interessiert ist und das andere eher nicht so. Wenn es dann eine Gelegenheit gibt, das auf den Markt zu bringen und den Ertrag als eigenen Etat zu haben, was aber, glaube ich, Herr Wienerz im Moment nicht so wäre, wenn es erfolgte, ja, dann wäre das möglicherweise auch aus der Kunstperspektive gar nicht schlecht. Aber dazu müssten erstmal andere Bedingungen geschaffen werden, wie man damit anfangen könnte. Und die sind, glaube ich, momentan einfach noch nicht gegeben, sodass im Moment das Verkaufen einfach dazu führte, dass ja vielleicht auch schöne Dinge gemacht werden. Vielleicht wird davon dann eine Grundschule saniert oder so. Dagegen habe ich dann auch nichts. Aber es ist sicherlich für den kunstinternen Betrieb dann nicht so interessant und steigert sicherlich auch nicht die Bereitschaft von Museumsdirektoren und Museumsdirektorinnen, sich auf sowas einzulassen. Wie sehen Sie das, Herr Wienerz? Also es gibt eigentlich einen ganz guten Leitfaden des Deutschen Museumsbundes zum Sammeln und Entsammeln. So, und das Wichtigste, was eigentlich ein Museum haben muss, ist einfach ein Sammlungskonzept. Fragen Sie mal, welches Museum in Deutschland alles ein Sammlungskonzept hat. Aber die Anforderung, die der Museumsbund selbst an seine Mitglieder stellt, wird zum großen Teil nicht eingehalten. Denn wenn ich ein Sammlungskonzept habe, führt das erstens dazu, dass ich nicht alles sammle. Nichts Abseitiges, aber was gar nicht zu einem Sammlungskonzept gehört. Das ist eigentlich eines der Hauptprobleme, dass die Depots so voll werden, dass man einfach sagt, oh, das kriege ich ja jetzt hier umsonst, das wird mir angeboten. Wir können uns ja auch nicht mehr retten vor angebotenen Sammlungen von Künstlern, die vielleicht nicht in der ersten Liga spielen. Das haben wir jetzt, wir haben eigene Depots hier hier in Pullheim, haben wir ein kleines Depot jetzt angefangen für Sammlungen, die wir nicht wegwerfen wollen, aber die auch kein Museum finden. Das ist schwierig. Ja? Also man muss ein Sammlungskonzept haben. Und dann kann ich nur entsammeln, wenn es nicht mehr zu meinem Sammlungskonzept gehört. Das zweite Hürde ist relativ klar. Die Haushaltsordnung sagt, ich darf nicht so ohne weiteres staatliches Vermögen verkaufen. So, da gibt es Limitationen. Da muss auch ein besonders öffentliches Interesse da sein, dass ich es verkaufen darf. Und genau das, was Sie ja sagten, ist, dass wenn ich es verkaufe, bleibt es ja nicht automatisch beim Museum. Wenn es ein städtisches Museum ist, und es gibt hier in Nordrhein-Westfalen mehrere Beispielsfälle, ganz berühmt mal vor Jahren in Krefeld, wo man das Museum sanieren wollte, 20 Millionen D-Mark damals noch, da hätte der eine Monet gereicht. So, das ist eine Riesenverlockung für einen Kämmerer, zu sagen, prima, ein Bild verkaufen, das war aber das Hauptbild des Krefelder Museums. So, dann habe ich ein ganzes Museum saniert und dieser Druck wird kommen. Und dann verliert ein Museum seine Identität, weil sein wertvollstes Bild wird verkauft. Dann habe ich zwar mein Museum saniert, aber mir fehlt das Flaggschiff. Also man muss da sehr, sehr vorsichtig sein. Diese Hürde, dass man also nicht ohne weiteres wie in den USA einfach Bilder verkauft. Wir haben jetzt die Situation in den USA, haben Sie vielleicht auch so in der Presse auch gelesen, durch Corona, Pandemie, Schließung der Museen. Viele der Museen sind jetzt im Moment in der Situation, dass sie teure Kunstwerke verkaufen müssen.
Wenn es diese Situation in Deutschland gäbe, gäbe es sicherlich auch in dem einen oder anderen Kommune Überlegungen, können wir das nicht einfach verkaufen? So, stattdessen machen wir ein großes Programm Neustart Kultur und die Länder legen auch Programme auf und wir gleichen das Defizit unserer Museen aus. Kein deutsches Museum, das staatlich getragen ist, muss im Moment irgendein Bild verkaufen wegen der Pandemie, auch wenn sie keine Einnahmen erzielen. So, das ist eben der Unterschied, wenn ich einmal die Schleuse öffne, dann passiert es, dass sie es nicht mehr halten können. Und dafür bin ich da sehr restriktiv. Man kann sich anschauen, was man noch behalten will. Also ich habe jetzt gerade vorgestern habe ich meine Stiftungsratssitzung mit dem Deutschen Historischen Museum, wo ich auch Kuratorsvorsitzender bin, da haben wir gerade Dinge abgegeben. Dann verschenken wir dies an andere Museen, die es vielleicht brauchen können. Und nur im letzten Moment kann man etwas verkaufen. Aber da war es eben auch so, Sammlungsbestände, die doppelt da waren, das ist ja auch ein Problem. Dubletten einfach abgeben, aber nicht verkaufen, sondern sich umzuschauen, gibt es ein anderes Museum, das mit dieser Dublette vielleicht ganz gut leben kann und da was von hat. Also ich bin sehr restriktiv beim Verkaufen. Wohl wissend, dass die Depots immer voller werden, aber die werden voll, weil man zu viel annimmt. Da muss man ansetzen, nicht alles annehmen, was umsonst zu kriegen ist. Also das Messi-Verhalten von Museumsleitern, um das mal auf die Spitze zu treiben. Ja, es gibt ja nicht nur sozusagen die Leihgaben, die man annimmt, die jetzt sozusagen vielleicht im Depot verstauben, sondern es gibt ja auch Leihgaben, wie jetzt zum Beispiel von Gerd Richter, 100 Kunstwerke wurden angekündigt, gehen an die Nationalgalerie, an die neue. Wie sieht da der Leihvertrag aus? Was steht da drin? Ja, das kann ich Ihnen jetzt auch nichts so erzählen. Aber ich meine, jetzt sagen wir mal so, dass wir doch eigentlich froh sein können, dass wir 100 Bilder von Richter wirklich als denjenigen, der weltweit jetzt für deutsche Kunst steht, dass wir es schaffen können, doch diese 100 Werke für die neue Nationalgalerie oder für das neue Museum der Moderne in Berlin zu sichern. Das finde ich schon toll. Das finde ich ganz toll, dass uns das gelungen ist. Also ich bin jetzt, und über die Konditionen kann man so, würde ich jetzt, aber sie sind jedenfalls nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass der Staat über den Tisch gezogen wird. Im Gegenteil, ich bin ehrlich ganz froh, dass wir dies jetzt haben sichern können. Aber Herr Wienerz, wäre es nicht auch toll, wenn die Öffentlichkeit mehr darüber informiert wäre, was die Konditionen sind? Also, weil es gibt zum Beispiel, sagen wir das, also es ist, ich will das ja auch, wie gesagt, das ist diese Verträge sind ja ein Instrumentarium, um Dinge an die Öffentlichkeit zu bringen. Und wir alle sind für viele Museen und Sammlungen und Sammlungsteile, die damit geschaffen worden sind, sehr dankbar. Das ist gar keine Frage. Also man kann das nicht als solches irgendwie verwerfen und darum soll es auch nicht gehen. Das Musée Picasso in Paris ist natürlich auch auf diese Weise entstanden, weil es um eine Erbschaftssteuer ging, die gezahlt werden musste und eben dadurch gezahlt worden ist. Aber es wäre doch einfach schön, wenn die Öffentlichkeit mehr darüber wüsste. Also ich weiß, als ich noch bei der FAZ war, dass wir immer diese Pressemitteilungen bekommen haben, wo uns also sozusagen immer nur erzählt worden ist, dass es eine wunderbare Geschichte sei und dass das wirklich ein ganz toller Vertrag sei und dass es natürlich schwarze Schafe gäbe. Aber hier dieses Mal sei alles ganz anders. Aber nie durften wir einen dieser Verträge auch nur in Auszügen sehen. Und man kann sich natürlich mit der Zeit vielleicht eine Liste erarbeiten von Fragen, die man stellt. Vielleicht ist das irgendwie was man noch stärker als Instrumentarium entwickeln muss. Aber es ist ja ganz selten so, dass Sachen besonders gut laufen, wenn sie besonders heimlich gehalten werden. Naja, sagen wir mal so, es ist ja insofern nicht heimlich. Also der Unterschied vielleicht ist in einer so großen Angelegenheit wie jetzt bei dieser Schenkung, oder nicht Schenkung, aber bei diesen Dingen von Richter. Das wird in Stiftungsräten beschlossen. Da sitzen alle 16 Länder mit vertreten, da sitzt das Bundesfinanzministerium, sitzen wir mit drin. Und das ist schon eine größere Gewähr, dass solche Verträge auch in Ordnung sind. Und da muss auch die. Entschuldigung, ja? Flick war die gleiche Konstruktion, da war auch der ganze Stiftungsrat mit drin. Ja, aber nochmal, ich kann gegen Flick von der Grundkonstruktion, steuerlich ist da gar nichts drin.
kann ich da nicht gegen anreden. Also ich muss jetzt auch mal so sagen, auch dass Herr Flick jetzt seine Sachen, wenn der Hamburger Bahnhof nicht gesichert wurde oder die Rekal in Berlin, da laufen ja alle noch aktiv, seine Sachen rausziehen will, war auch immer klar. Er hat einen Vertrag geschlossen, der lief jetzt aus im September diesen Jahres. Der war von Anfang an so, der war auch immer bekannt, da ist nie geheimnisvoll gewesen. Die Konditionen von Flick waren im Grunde konnte die jeder, also waren bekannt gegeben worden. Wie lange? Erstmal für 10 Jahre, dann haben wir verlängert nochmal um 10 Jahre bis jetzt und das lief im September aus. So, und wenn wir in Probleme kommen, dass die Rekalen da, wo sie ausgestellt werden, nicht mehr gesichert sind, ja, dann kann ich ihn auch verstehen. Also es ist nicht so, dass ich das dann zu kritisieren habe. Wir haben jetzt eine vernünftige Regelung getroffen, dass er es nochmal verlängert. Wenn es gibt ja jetzt Bemühungen, eventuell die Rekalen doch zu sichern. Die Fehler sind bei Flick irgendwo ganz anders passiert. Die sind 2003 passiert, als man das aus einem öffentlichen Vermögen, ein Gebäude, ein Hamburger Bahnhof, eine Rekalle in eine Verwertungsgesellschaft der Eisenbahn gegeben hat. Das war in der Zeit, wo Herr Eichel seinerzeit guckte, Privatisierungswelle und wie kriege ich den Haushalt gesichert. Da hat man, hat man 450 Bahnhöfe verkauft in Deutschland. So, oder an eine Verwertungsgesellschaft gegeben. Da war der erste Fehler 2003. Und danach ist der nächste Fehler passiert, dass ein Vorkaufsrecht da war und das Land Berlin den Vorkaufsrecht nicht ausgeübt hat. So, und dass der Mann jetzt sagt, ja, wenn ich das nicht ausstellen kann weiterhin, dann kann es auch nicht in Berlin bleiben. Das kann ich ja nachvollziehen. Gegen den Abzug bin ich auch gar nicht. vielleicht ist es, ja. Aber wo man schon was gegen haben, Thomas hat es schon gesagt, wo man schon sich fragen muss, ist es wünschenswert, dass ein Vertrag abgeschlossen wird mit einer Offshore-Firma? Ist das wünschenswert? Und natürlich auch, ich wünsche mir, dass, also wir sind als Öffentlichkeit darüber informiert worden, welche Stücke als Schenkung tatsächlich übergehen, aber wir sind zum Beispiel nicht über Verkäufe informiert worden, das musste man, also man gab es auch, also wenn man angefragt hat, gab es keine Informationen dazu und dann konnte man dem eben hinterher recherchieren und dann weiß man da eben zum Beispiel, dass das große Kippenberger Bild, ich kann hier beim besten Willen kein Hakenkreuz erkennen, inzwischen in dem Privatmuseum in Amerika hängt. Wo mussten denn dann dafür Steuern bezahlt werden, Herr Ackermann, als das verkauft wurde? Also die Ansiedlung auf Guernsey, da müssen Sie dann Offshore-Steuerspezialisten fragen. Und da hat der Wiener natürlich recht. Natürlich als Contemporary Art Limited bin ich hier in Deutschland nicht steuerpflichtig, ich zahle da gar nichts, das hatte ich ja eben auch gesagt. Das sind eben andere Probleme, die sich dann stellen. Aber vielleicht noch ein Wort zu Herrn Wienerz. Es ist natürlich schon möglich, Verhandlungsmacht zu nutzen, um mehr Transparenz herzustellen. Es ist teilweise auch möglich, einfach durch eine bestimmte Gestaltung auch öffentlicher Haushalte ein bisschen mehr Transparenz herzustellen. Um das Beispiel Museum Brandhorst zu nehmen, da war es in der Frühzeit so, dass der Etat des Museums Brandhorst im Bayerischen Staatshaushalt so ausgewiesen war, dass man ihn sehen konnte. Das wurde aber dann irgendwann im Gesamtetat der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen vergraben, was ja auch den Abgeordneten zu einer Nachfrage veranlasste, sodass man einfach nicht mehr sehen kann, was dieses Museum kostet, obwohl es ja deutlich getrennt ist. Wer in München schon mal war, weiß, es ist räumlich deutlich getrennt. Man kann, eigentlich müsste man auch die Heizkosten des Gebäudes beziffern können. Aber da das jetzt alles begraben wurde in der Staatsgemäldesammlung, sieht man die Kosten nicht mehr. Und das ist nicht nötig. Das ist auch nicht Teil des Steuergeheimnisses, wie auch vieles, was privat autonom in Leihverträgen vereinbart wird, jetzt natürlich auch so vereinbart werden kann, dass man sich vorbehält, das öffentlich zu machen. Oder umgekehrt, sonst in der Privatwirtschaft schießt man ab, sogenannte Non-Disclosure Agreements, wo man sich zur Geheimhaltung verpflichtet. Solche Dinge muss man auch nicht unterschreiben. Das Problem ist natürlich wieder ein Problem der Verhandlungssituation, wenn natürlich eine attraktive Sammlung da ist, um die sich viele Institutionen bewerben, dann ist man in einer schlechten Wettbewerbssituation. Und da kann eigentlich nur von hoher Hand sozusagen angeordnet werden. Leihverträge dürfen nur geschlossen werden, wenn bestimmte Dinge publik gemacht werden dürfen. Und dann hätten wir allerdings jedenfalls in Deutschland diese Wettbewerbssituation beseitigt. Genau, sagen, das war okay, Sammlung Brandhorst war ja, ja dann im spielen Rheinland, sich, kam aus dem Rheinland, eine dieser Sammlungen, die aus dem Rheinland... Ja, dann spielen sich auch nicht Bundesländer gegeneinander aus oder Museen spielen sich nicht gegeneinander aus, sondern alle würden sagen, ja sorry, wir können das gerne machen, aber wir müssen schon publik machen, was der Spaß kostet, unter welchen Bedingungen was rein und was rausgeht. Und wir werden auch jedes Mal, wenn was rein und rausgeht, das in unseren Online-Beständen entsprechend nachweisen. Hm. Das wäre schon denkbar. Man muss es halt nur verhandeln und vereinbaren, was für ein einzelnes Museum
sicherlich nicht möglich sein wird, sondern wenn, dann müsste man da einfach ein Level Playing Field schaffen. Und dann sagen, okay, wem es nicht gefällt, gehe nach Luxemburg oder so. Ja, das kann man natürlich dann so machen. Herr Boll, Sie haben den besten Einblick in die Privatsammlung. Welche bisher verborgene Privatsammlung würden Sie denn gerne öffentlich sehen? Ja, ich kann Ihnen die Liste per E-Mail schicken. Das ist ein ziemlich schweres Excel-Dokument. Ja, es gibt natürlich in privater Hand tolle Sachen, weil wenn wir an die Geschichte des Kunstsammelns denken, dann ist es eben häufig so, dass Individuen künstlerische Qualität erkennen, bevor institutionalisierte Systeme sie erkennen. Das liegt in der Natur der Sache. Und wenn man dann sammeln kann und sammeln möchte und es tut, dann gibt es manchmal tolle Ergebnisse. Ich habe durchaus schon ein paar Sachen gesehen, die museal sind. Ich glaube, die allermeisten Menschen denken einigermaßen automatisch, dass sobald sie sich selbst als Sammlerinnen und Sammler bezeichnen, hat das irgendwie was mit Museum zu tun und sie denken, ihre Sachen seien museal. Das hat man ja auch gesehen, als damals das Gesetz in Kraft trat 2016, dass jeder plötzlich dachte, er habe irgendwie national wertvolles Kulturgut zu Hause an der Wand. Das ist in meiner Wahrnehmung nicht notwendigerweise so, aber ich habe so die ein oder andere extrem konsequent aufgebaute Sammlung vor meinem geistigen Auge, wo ich denke, das wäre toll, wenn das mal eines Tages in ein Museum kommen würde. Durchaus. Apropos Kulturgutschutzgesetz, das ist ja ein Thema, wo alle Angst immer hatten und ist eine irrsinnige Kampagne der Kunsthandelsvertreter gab, gegen das Kulturgutschutzgesetz. Es hieß, das sei die Guillotine des deutschen Kunstmarkts. Was sind denn, waren die Folgen des Kulturgutschutzgesetzes so hart, Herr Wienands? Was können Sie da beobachten? Wir können froh sein, dass wir ein Kulturgutschutzgesetz heute haben und damit auch international endlich sauber dastehen. Wobei es ist nicht so, dass wir das härteste Kulturgutschutzgesetz auf der Welt haben. Da hätte ich mir manch eine Stellschraube noch angezogen, aber das war auch nicht durchsetzbar, weil Sie haben ja die Stimmung gerade beschrieben. Ich glaube, das, was wir gemacht haben, war das Minimum dessen, was man machen muss. Und das hat schon sehr viel Aufruhr gebracht. Aber es hat auch ein bisschen dazu geführt, dass wir tatsächlich auch illegalen Kunsthandel zum Teil unterbinden konnten. Wir haben auch Sicherstellungen geschafft in den letzten Jahren und wir haben noch Dinge zurückgegeben an andere Länder, die wir sonst hätten nicht zurückgeben können. So, und das finde ich, wissen Sie, wir können nicht eine große öffentliche Debatte über Benin-Bronzen führen, ja, und sagen, da muss alles zurück und das ist illegal von den Briten mal erworben worden. Und wir sagen andererseits, aber das ist Kulturgutschutz, auch Benin-Bronzen zum Teil zurückzugehen. Alles hängt damit zusammen und wir haben die Situation ja durch den Syrien-Konflikt. Ich meine, ich habe also ein bisschen mit dazu beigetragen, dass das Museum für Islamische Kunst gerade ein Buch über Kunstraub in Syrien und Ägypten in den kriegischen Konflikten herausgegeben hat, ne? Damit man einfach mal sieht, was passiert ist. Und natürlich kommt das mit einer gewissen Zeit auf die Märkte. So, und da möchten wir jedenfalls, dass Deutschland sauber dasteht. Es ist jetzt 5 Jahre zurück, das Gesetz ist 5 Jahre in Kraft. Wir sitzen da an der Evaluation. Ich habe auch jetzt gerade hinter mir gestern noch das letzte Seiten des ersten Entwurfs gelesen und die Zahlen, die wir jetzt alle haben, die werden jetzt mit den Ländern noch abgestimmt und in dem Ressortkreis und im Frühjahr wird es diesen Bericht jetzt geben. Und dadurch, dass wir nicht mehr groß darüber diskutieren, zeigt es auch, dass es nicht das Problem geworden ist, zu dem es hochstilisiert worden ist. Und wissen Sie, man hat uns dann immer gesagt, und dann gehen wir nach Karlsruhe und so. Und das Erstaunliche war, ich meine, ich war immer relativ sicher, dass das in Karlsruhe noch nicht mal angeschaut wird. Und genau das ist ja passiert, die Verfassungsbeschwerden, die alle uns angedroht wurden. Und das wird dann die große Abrechnung in Karlsruhe, wenn sie noch nicht mal zum Verfahren angenommen worden. Das Verfassungsgericht hat die nicht angenommen. Alle vorhandenen 6 Verfahren, die eingeleitet worden sind, das erscheint dann in der Presse nur noch mit einem Satz. Während es, als sie eingereicht wurden, Seiten gefüllt hat. Ja. Also wir haben weder eine gerichtliche Niederlage bislang erlitten mit diesem Gesetz. Es gibt keine einzige Entscheidung, die gesagt hat, das Gesetz ist falsch, es ist rechtswidrig, verfassungswidrig. Karlsruhe hat es noch nicht mal zur Entscheidung angenommen. Und wir werden es jetzt evaluieren und alle Horrormeldungen, wir würden jetzt die Museen oder die Sammler leer räumen und den Kunsthandel und alles als national wertvolles Kulturgut deklarieren, haben sich ja als unwahr empfunden.
Herr Boll, damals hieß es ja, dass ganz viele Sammlungen nach, entschuldigen Sie, aber nach, ja, London, dran, ganz klar. Nach London gegangen sind, geflohen sind quasi aus, vor diesem Horrorgesetz und dann in den Lagerräumen in London für Enge gesorgt haben, fürs Drängeln. Wissen Sie zufällig, sind die bei Ihnen dann vielleicht im Auktionshaus gelandet oder sind welche wieder zurückgekommen? Das wäre natürlich wirklich ein echter Zufall gewesen, ja. Also, wie heißt es so schön, Turkeys don't vote for Christmas, Truthähne stimmen nicht für Weihnachten. Natürlich ist ein Markt daran interessiert, dass die Güter, die Waren des Marktes möglichst frei zirkulieren können. Deswegen haben Marktteilnehmer kein Interesse an einem solchen Gesetz. Kulturbürger sehr wohl und manchmal vereinigen sich diese beiden Positionen auch in einer Person. Aber es ist natürlich so, dass sehr viel Kunst vor Stichtag außer Landes gekommen ist. Wir alle haben die Geschichten gehört von den Kunstspeditionen, die ausgebucht waren über Wochen und Monate. Wir alle kennen Menschen, die in den Niederlanden oder eben in London Kunst eingelagert haben. Bei London würde man jetzt sagen, vom Regen in die Traufe, weil die hatten dann ja wenige Jahre später ein anderes Problem, dass sie die ganzen Sachen wieder da rausnehmen mussten, um nicht außerhalb der Europäischen Union plötzlich zu sein mit ihren Gütern. Das war schon so und ich würde denken, wenn man jetzt die Auktionskataloge oder Messekataloge der Jahre 17 und 18 anschaut, da gibt es schon eine ganze Menge Objekte drin, wo man denkt, wieso taucht das plötzlich zum Beispiel in London auf? Aber ich würde sagen, das ist jetzt alles Geschichte. Das war eine Welle, eine Art Bugwelle, die dieses Gesetz vor sich hergeschoben hat. Ich bin sicher, die Politik hat das in Kauf genommen. Und das halte ich im Übrigen auch durchaus für legitim. Ich glaube, dass die Vorstellung davon, wie viel das merkantil war, übertrieben ist. Also das ist ja auch etwas, was sich immer weiter steigert. Und dann hängt wieder jemand noch eine Null dran und dann ist es wieder mehr. Aber ich denke mal, das Problem in der Außensicht liegt darin, dass man immer das Kunstsammeln so ein bisschen als Millionärsspiel anschaut. Und gerade in Deutschland haben wir es natürlich häufig zu tun mit Nachlässen, wo Familien zu uns kommen. Da hat eine Art, also in England würde man das bürgerliche Mittelklasse nennen. Hier in Deutschland denken wir in anderen Kategorien. Aber da hat ein Studienrat, ein Apotheker, wer auch immer das Geld hatte, 1985 ein paar Bilder angefangen zu kaufen. Und da gibt es dann eben einen Richter, um bei diesem Namen zu bleiben, auch weil wir da enorme Wertzuwächse im Oeuvre haben. Und dann ist der Nachlass plötzlich ein reines Endhaus, ein bisschen Juwelen, sogenannte echte Orientteppiche, ein paar Grafiken und vielleicht 5 Bilder. Und davon sind 3 gar nichts wert, weil die Künstler nicht kanonisiert wurden. Aber eins ist eben ein Richter. Und das sind die problematischen Momente. Während ich rede, fällt mir das natürlich ein absolut idiotisches Beispiel, weil Gerd Richter ja noch lebt und deswegen sein Werk gar nicht diesem Gesetz unterfällt. Wir suchen uns jetzt irgendetwas, was ein bisschen älter ist, weil der Künstler nicht mehr lebt oder die Künstlerin. Also das sind die Fälle, wo man überlegen kann, gibt es da tatsächlich einen Wertverlust dadurch, dass das Objekt jetzt nicht mehr ohne weiteres zirkulieren kann. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, und es kommt mir sehr schwer über die Lippen, das können Sie sich vorstellen, ich habe jetzt in den 5 Jahren einen einzigen Fall erlebt, wo eine Ausfuhr nicht erlaubt wurde und in der zweiten Runde dann erlaubt wurde. Und alle anderen sind ganz glatt durchgegangen. Und auch wenn ich jetzt es für passender halten würde, vielleicht hier zu sitzen und zu sagen, das ist ja alles ganz furchtbar, ist es ja eigentlich auch, aber das wird alles hochprofessionell bearbeitet in den zuständigen Stellen. Also da kann man sich als Marktteilnehmer wirklich nicht beklagen. Wenn ich jetzt Eigentümer eines bedeutenden Kunstwerkes wäre, dann würde ich vielleicht sagen, schade, das hätte ich vielleicht doch auch unkomplizierter in London, New York oder in Zukunft in Hongkong angeboten. Aber dann bin ich eben sozusagen das Opfer einer Entwicklung, die für 99% der Gesellschaft gut ist. Da müssen wir uns dann auf Ihre Sachkenntnis verlassen. Also verdient haben eigentlich nur große Rechtsanwaltskanzleien, die vielen Sammlern, sagen wir, Angst gemacht haben über dieses Gesetz. Das ist also jetzt eine provokative Sache, aber genau das, was Sie hier sagen, ist ja passiert. Wir haben das hier mal gesagt und haben nur gesagt, solche Fälle habe ich zuhauf gehabt. Da wurde ein Richter, kann ich nicht mehr ausführen. Dann, wie gesagt, ein Satz, er fällt gar nicht runter, ja, sondern es ist zeitliche Kunst, sie fällt gar nicht runter. Also da sind so viele Dinge, Falschmeldungen rumgekreist, wie gesagt, von der Verfassungswidrigkeit, die Karlsruhe nicht angenommen hat, bis zu alles Mögliche an Problemen, die entstanden ist. Und wir haben die
Fallzahlen, die Genehmigungszeiten sind sogar festgeschrieben worden. Die Genehmigungen werden schneller erteilt als früher, weil wir maximale Bearbeitungszeiten schon ins Gesetz reingeschrieben haben. Sagen Sie mir mal irgendwo, wo drin steht, dass innerhalb von 10 Tagen eine Entscheidung getroffen werden soll. Wenn Sie in Berlin sich anmelden wollen, dann brauchen Sie 3 Monate für. Hier kriegen Sie innerhalb von 10 Tagen eine behördliche Entscheidung. Das kriegen Sie sonst nirgendwo. Dann hat sie im Baurecht nochmal, da hat man auch gesagt, wenn nach 3 Monaten, glaube ich, hast du dann plötzlich die Baugenehmigung, weil das nicht bearbeitet worden ist. Aber das haben wir alles reingeschrieben. Und dahinter steckt doch wirklich vor der Situation, dass wir in Deutschland ein wirklich sauberes Kulturgutschutz haben jetzt und auch in der Verantwortung gegenüber anderen Ländern. Und wir müssen sehen, dass wir Länder haben, die ihr Kulturgut nicht schützen können. Das können weder die Kambodschaner, noch die Syrer, noch die Mexikaner sind in der Lage, ihr Kulturgut zu schützen. Und wir sollen doch nicht Handlanger dabei bleiben. Und das Problem ist eigentlich, dass sich der Kunsthandel angegriffen fühlte, der seriöse Kunsthandel, den wir gar nicht im Fokus haben. Wir haben einen illegalen Handel in Deutschland und der taucht immer wieder auf. Und der illegale Handel ist vor allen Dingen im Bereich der Ausgrabungen derzeit das Problem. Und also deshalb verstehe ich überhaupt nicht, wenn ich Kunsthändler selbst wäre, ich habe doch eine viel höhere Reputation, wenn ich sagen kann, das ist alles gesetzlich geregelt in Deutschland, es ist ordentlich gemacht, wir sind state of the art wie alle anderen Länder, statt uns immer den Nimbus zu haben, dass in Deutschland im Grunde bis vor 5 Jahren keine klare Regelung zum Kulturgutschutz bestand. Ich würde sagen, wir beenden damit diese Runde. Und es muss hier nämlich auch noch ein komplizierter Luftaustausch stattfinden in diesem Raum. Und dieses Kulturgut, das kann man nur schützen, indem man es verteilt. Also bitte, Herr Wienerns, nehmen Sie ein bisschen was mit. Das wollte der Künstler so. Das haben wir auch vorhin noch mal gehört. Ja, heute dass jeder, das in Umlauf, das ist ein nomadisches Kunstwerk, das Danke sich verteilt. Und ich werde auch Dankeschön. Ein paar mitnehmen nach Berlin. Und danke Ihnen fürs Zuhören und vielen Dank Ihnen nochmal für die Teilnahme. Danke. Auf Wiedersehen. Kaffee. Kaffee? Mhm. Wer weiß das alles?